back from the dead. Ja, willkommen zu einem neuen Fortnite-News-Video und ich habe jetzt gerade schon mal ein paar Videos rausgebracht, also wenn ihr die nochmal anschauen wollt, schaut nochmal gerne zurück in meinen anderen Videos, da gibt es zum Beispiel alle geleakten Skins, die wir jetzt hier in-game sehen, in Bildform und noch ein paar andere Sachen, auch die Emotes, die folgen gleich auch nochmal als separates Video. Und ich habe noch ein Video heute Morgen gebracht und zwar konnte man da kostenlose Sachen abstauben, also schaut da auch nochmal rein und ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein in das Video mit den In-game-Skins. Also angefangen mit dem Castor-Skin, dem Tome Pouch Backbling, Spellslinger Pickaxe und Magic Wings Glider. Holy shit, was für Namen. Aber der Skin hier ist richtig nice. Ich feiere den irgendwie. Das ist dieser Magier. Und schaut euch mal diesen Stab an. Absolut nice, oder? Dieser Zauberstab. Ja, das ist schon nice. Ihr habt gerade das Geräusch noch gehört. Ähnlich wie der Cube Sound. Und der Gleiter. Absolut Hammer. Magic halt. Richtig, richtig nice. Gefällt mir auf jeden Fall. Kommen wir mal zum nächsten. Also das jetzt hier ist sozusagen die weibliche Version Elmira. Mit dem ganzen Set natürlich auch nochmal dazu. Ihr seht hier auch das Backbling von ihr. Das ist Spellbinder. So heißt das Backbling. Ihr habt dann nochmal den Sound gehört von dem Zauberstab, den ich absolut feier. Ja, das ist richtig nice. Dann kann man endlich mal einen Magier spielen. Das hat irgendwie gefehlt bisher, muss ich sagen, im Spiel tatsächlich. Und hier sehen wir nochmal die Animation von dem Gleiter. Gehört natürlich auch zu dem Set hinzu, ob ihr jetzt männliche oder weibliche Version kauft. Hammer. Richtig nice. Ihr seht auch direkt die Rarity davon. Absolut nice. Kommen wir mal zum nächsten. Also hier handelt es sich jetzt um den Taro-Skin mit Trusty Tusk Backbling, Gatekeeper Pickaxe und Flying Carp Glider. Ist ein interessanter Skin auf jeden Fall, muss ich sagen, mit den Hörnern vor allem. Hört sich irgendwie ein bisschen komisch an, der Sound, muss ich ganz ehrlich zugeben, von der Pickaxe. Bisschen seltsam. Ja, und der Gleiter, anders als ich gedacht habe, gehört er jetzt tatsächlich zu dem Skin hier und nicht zu dem Maki Master. Apropos Maki Master, kommen wir direkt zum nächsten. Und hier haben wir die auch, Maki Master. Und die feiere ich absolut. Richtig nice. Ich dachte erst, dass dazu irgendwie der Gleiter gehört. Bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall Sushi auf dem Rücken als Backbling. Das gehört auf jeden Fall dazu. Das ist Shrimp Backbling. Ja, und hier kommen wir jetzt zu dem letzten Skin sozusagen, dem Riot Skin. Das ist ja die männliche Version von dem Power Cord. Das heißt, wir bekommen jetzt da auch wieder eine männliche Version. Finde ich cool, dass Epic da auch nach und nach sozusagen männliche oder weibliche Versionen bringt. Ja, hier sehen wir jetzt noch Scrambler. Das ist das Harvesting-Tool, was geleakt ist. Und den Flappy Flyer sehen wir jetzt auch noch. Der Sound ist absolut nice. Unglaublich. Hammer. Feier ich. Ein bisschen doof sieht das aus, muss ich sagen. Ja, am Ende seid ihr natürlich wieder gefragt, was ist euer Lieblingsskin? Einer von den Magiern, Castor oder Elmira? Oder doch eher der Taro-Skin? Der mit den Hörnern, der sieht auch ziemlich nice aus. Maki Master ist ja auch, muss ich sagen, einer meiner Favorites von den ganzen Skins. Oder dann doch eher der Riot Skin, also die männliche Version von der Power Cord. Würde mich mal interessieren, schreibt mal unten rein in die Kommentare. Und vor allem, was haltet ihr von diesen ganzen Zusatzsachen, also von den Harvesting Tools und von den Gleitern? Ich muss sagen, Harvesting Tool, mein absoluter Favorite ist der Zauberstab. Von den Gleitern bin ich noch nicht ganz entschlossen. Also sehr, sehr lustig auf jeden Fall das Hühnchen am Ende, der Flappy Flyer. Das sieht sehr, sehr lustig aus. Aber natürlich, wenn man ein bisschen, ich sag mal, stylisch angehen will, das Ganze, dann muss man eigentlich eher das Magier-Set wählen, meiner Meinung nach, weil das feiere ich absolut. Aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr von den ganzen Sachen haltet, jetzt, wo ihr die auch mal in 360 Grad gesehen habt und in-game, würde mich mal interessieren. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fand, lasst gerne ein Like da, lasst ein Sub da, würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns zum nächsten News-Video. Also bis dahin, ciao, ciao.